Boah, ich habe gerade meinen ersten Rohkostkuchen oder Rohkosttorte gemacht. Absolut lecker. Also ganz ehrlich, da kann keine Backmischung aus dem Supermarkt mithalten. Das ist so unglaublich lecker. Und ich habe meine vier Lieblingszutaten vereint. Banane, Datteln, Kakao und Hanfsamen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Raw Future TV. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werde ich mit euch den ersten Kuchen machen, den es hier auf Raw Future TV gibt. Kuchen oder Torte, absolut gesund, aus hochwertigen Zutaten, in Rohkostqualität und natürlich vegan. Ich zeige euch jetzt mal eben, woraus der besteht. Also es wird ein Schoko-Bananenkuchen werden, aus sehr hochwertigen Zutaten. Wir haben hier das Kokosöl. Das ist jetzt hier in einem warmen Wasserbad. Kokosöl verändert seinen Aggregatzustand bei 25 Grad oder wärmer, dann wird es nämlich von fest zu flüssig. Wir haben also hier Kokosöl in flüssigem Zustand und Kokosöl ist absolut gesund, das ist gesund fürs Gehirn, soll Alzheimer bekämpfen, regt die grauen Zellen wieder an. Es ist gut, wenn man abnehmen möchte, weil man hier hochwertiges Fett zu sich nimmt, mit dem man nicht ansetzt, also zum Abnehmen perfekt, haben schon viele Leute geschafft. Kokosöl. Dann haben wir hier 7 Esslöffel Kakaopulver. Das ist Kakaopulver in Rohkostqualität. Mit vielen Mineralien, absolut super. Wer kein Kakao zu sich nehmen möchte, weil es ihn aufputscht oder weil er meint, dass es nicht gut für ihn ist, gibt Leute, die auch ein bisschen sensibel auf Kakao reagieren. Diejenigen, die können dann Karob-Pulver nehmen. Also dann nimmt man einfach an der Stelle 7 Esslöffel Karob-Pulver. Wir haben hier geschälte Hanfsamen. Hanfsamen sind auch super, haben ein super Omega-3 zu Omega-6 Fettsäurenverhältnis und hochwertige Proteine. Wir haben also hier Eiweiße, das komplette Aminosäurenprofil abgedeckt in einem perfekten Verhältnis für uns Menschen. Die geschälten Hanfsamen. Und dann haben wir hier ungefähr 200 Gramm Datteln. Ich bevorzuge Dicklet nur Datteln. Man kann aber natürlich auch die mit Joule-Datteln oder andere Datteln nehmen. Wichtig ist, dass die entsteint sind. Optimale Süße, viele B-Vitamine, super Kohlenhydrate. Also Datteln auch sehr gesund. Dann haben wir hier 5 Esslöffel Buchweizenmehl. Und zwar nicht nur aus geschrotetem Buchweizen, sondern aus gekeimtem Buchweizen. Wie man das herstellt, das zeige ich euch in einem anderen Video. Da haben wir also auch sehr viele Vitamine und Mineralien drin, durch den Keimvorgang entstanden. Eine super Sache, super Mehl und 2 reife Bananen. Ich habe jetzt hier kleinere Bananen genommen. Über Bananen muss ich nicht viel sagen. Auch absolut gesundes Lebensmittel. Ja, nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben hier 200 Milliliter Kokosöl. Dann haben wir 7 Esslöffel rohes Kakaopulver, 3 Esslöffel geschälte Hanfsamen, 200 Gramm Datteln, 5 Esslöffel gekeimtes Buchweizenmehl und 2 reife Bananen. So, fangen wir an. Wir nehmen, erstmal stellen wir quasi die Schokocreme her. Dazu nehmen wir die Hälfte der Datteln, also ungefähr 100 Gramm. Hier drin, habe ich ganz vergessen zu sagen, sind 100 Milliliter gereinigtes Wasser. 100 Milliliter gereinigtes Wasser, das darf man auch nicht vergessen. Das tun wir jetzt also da rein. Wenn eure Datteln zu fest sind, zu trocken sind, könnt ihr die natürlich vorher einweichen. Dann lassen die sich besser pürieren. Ich mache das jetzt uneingeweicht. So, dazu gibt es dann hier noch... So, ich bin hier angekommen. Kein Problem. So, dazu gibt es jetzt hier noch... das Kakaopulver, ich tue das alles hier rein und die geschälten Hanfsamen. So. Und zu guter Letzt tun wir da auch noch das Kokosöl rein. So,
Ich nehme hier für einen Hochleistungsmixer. Der schafft das auch, die Datteln richtig schön klein zu kriegen. Das empfehle ich euch also. Auf meiner Seite findet ihr auch günstige Angebote zu Hochleistungsmixern. So, dann schalten wir den erstmal ein auf einer niedrigen Stufe. Schalten dann langsam hoch. So, jetzt wurde der Inhalt an die Seite gedrückt. Dann können wir aber einen Stößel nehmen, um das weiter wieder runter zu drücken. Schaut jetzt die Creme aus, nachdem wir diese püriert haben. Ich hoffe, man kann es ja ganz gut erkennen bei der Kamera. Schön cremig. Und die wollen wir jetzt hier in unserem Gugelhupf. Da wollen wir die jetzt reintun. Da empfehle ich euch hier so einen Silikon-Gugelhupf. Ihr könnt natürlich auch eine längliche Form nehmen. Das ist egal, das ist Geschmackssache. Aber das ist, denke ich mal, recht praktisch, um so einen Kuchen zu machen. In der Videobeschreibung findet ihr da auch einen Link zu einem günstigen Angebot. Also, jetzt geben wir hier diese cremige Masse in den Gugelhupf. So, dann streichen wir nochmal alles schön glatt. Die Schokolade fängt auch langsam an fest zu werden durch das Kokosöl, was ja bei einer Temperatur unter 25 Grad wieder fest wird. Und um das Ganze zu beschleunigen, stellen wir das jetzt noch kurz in den Kühlschrank. Man braucht dafür nicht unbedingt einen Kühlschrank, aber wie gesagt, das beschleunigt das Ganze ein bisschen. So, hier ist jetzt noch ein bisschen, in dem Mixbehälter ist jetzt noch ein bisschen Kakao drin, aber das ist nicht schlimm. Wird ja eh ein Schokoladenkuchen. Jetzt wollen wir den Boden machen. Dazu nehmen wir die restlichen Datteln hier rein und pürieren die. Die könnte man natürlich jetzt auch nochmal einlegen, damit die sich besser pürieren lassen. Das wird das Ganze ein bisschen vereinfachen und dann geht das schneller und wird ein bisschen cremiger, aber ich mache das jetzt ohne, das geht auch. Brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Aber wir können ja schneiden beim Video. Wir pürieren jetzt also diese, das sind ungefähr 100 Gramm, vielleicht ein bisschen mehr Datteln, noch zu einer cremigen Masse. Schneller als vermutet. Da ist eine Matscherei mit dem Kakao. Ne? So. Gut, jetzt tun wir hier noch den Teig, den entstandenen Dattelteig, in eine Schüssel. So, die Datteln sind also in der Schüssel und jetzt kneten wir hierzu noch das Buchweizenmehl.
Das ist eigentlich gar nicht so schwer, diesen Kuchen zu machen. Man braucht nur ein bisschen Geduld und bei der Erstellung des Buchweizenmehls ein bisschen Vorarbeit bzw. Vorlaufzeit. Man kann natürlich auch anstatt des gekeimten Buchweizens normalen geschroteten Buchweizen nehmen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Von der Konsistenz ähnlich. Nur beinhaltet es da nicht so viel Nährstoffe. So, immer schön kneten. So, ich habe den Teig nun fertig zusammengeknetet. Jetzt können wir mal unseren Gugelhupf mit der Schokocreme wieder aus dem Kühlschrank holen. Und es ist jetzt ganz klar ein bisschen fester geworden schon. Jetzt sind die Bananen an der Reihe. Die schälen wir und dann schneiden wir kleine Scheibchen. Und die legen wir dann hier drauf. Also ganz simpel. So, dass möglichst die komplette Schokomasse von Bananenstückchen bedeckt ist. So sieht das dann aus, wenn wir die Bananenstücke darauf verteilt haben. So, und zu guter Letzt tun wir jetzt diesen Teig aus dem Buchweizenmehl und aus den Datteln noch darüber legen. Dann nehmen wir erstmal kleinere Stücke, drücken die vorher schon mal so ein bisschen platt. Und legen das dann da drauf. So, und gegen Ende sieht das Ganze dann so aus. Das stellen wir also jetzt nochmal für ungefähr eine halbe Stunde bis eine Stunde in den Kühlschrank. Und dann schauen wir uns gleich mal an, was daraus geworden ist. Ich habe den jetzt das zweite Mal gemacht. Beim ersten Mal ist mir das sofort gelungen. Jetzt ist hier so ein bisschen von dem Teig abgeblättert, aber wenn man das jetzt so wieder draufsetzt, ein bisschen festdrückt, dann geht es eigentlich. Und ihr seht, wie schön der Kuchen aussieht. Also wirklich fantastisch. Jetzt können wir jetzt auch mal eine Ecke rausschneiden. So. Richtig schön rausschneiden. Teller. Okay, also mit Kuchen muss ich auf jeden Fall noch üben, aber im Großen und Ganzen, ihr seht, möglich ist es. Und vielleicht, wenn man es ein bisschen länger im Kühlschrank lässt, ist es noch ein bisschen einfacher. Ja, ich hoffe doch sehr, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, das erste Kuchenrezept hier bei Raw Future TV. Leckerer Schoko-Bananenkuchen in Rohkostqualität, vegan und nussfrei. Nur mit hochwertigen Zutaten. Wie gesagt, alle sehr gesund, habe ich euch am Anfang erzählt. Und ist klar, so einen Kuchen könnt ihr natürlich nicht mit einem Kuchen aus dem Supermarkt oder mit einer Backmischung aus dem Supermarkt vergleichen, die dann jetzt hier 1-2 Euro kostet, der Kuchen. Ist natürlich dann preislich oberes Segment, ist natürlich klar. Das ist auch gerade bei Bio-Zutaten, das ist sicher, aber ihr könnt bei meiner Seite mal gucken, Links habe ich alle in der Videobeschreibung, da habe ich euch mal auf meiner Seite in der Sektion Zutaten diese Zutaten aufgelistet. Ich habe lange im Internet geguckt nach günstigen Anbietern und dann kriegt ihr so einen Kuchen auch für unter 8 Euro zusammen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Gebt mir euer Feedback, Kommentare könnt ihr lassen
Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis bald.